Mit Pink. Toll, passend zu meinem Outfit heute. Genau. Finde ich großartig. Womit fangen wir denn an? Wir fangen an mit 300 Gramm Butter und das klagen wir jetzt erstmal schaumig auf in der Küchenmaschine. Genau. Okay. Ganze 300 Gramm Butter schummelt Markus in seinen Gugelhupf. Wenn die Butter schon ganz cremig ist, kommen Zucker, Vanillezucker und Salz dazu. Jetzt können dann auch langsam schon die Eier mit rein. Da brauchen wir 5 Stück. Alle nacheinander, oder? Ja, am besten so jedes Ei 30 Sekunden. Dann kann sich das Eiweiß ein bisschen aufschlagen und dann wird es schön luftig. Oha, der nimmt es aber sehr genau. Aber sein Kuchen, seine Regeln. Ganz penibel versuche ich, die 30 Sekunden einzuhalten, wobei der Vorgang bei 5 Eiern etwas dauern kann. Was kommt jetzt rein? Jetzt kommt noch Mehl rein mit Backpulver. Da brauchen wir 4 gestrichene Teelöffel. Du bist so exakt, ich hole einen Teelöffel. Ihr könnt es auch frei nach Gefühl machen. Nein, wenn du sagst, da kommen 4 gestrichene Teelöffel rein. Hier vereinen sich Maßarbeit und Backperfektion. Das Mehl darf allerdings einfach so kommentarlos im Teig verschwinden. Und jetzt noch ein bisschen Milch dazu, weil der Teig wird jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen fester, so 2-3 Esslöffel oder einfach so lang, dass der 75 Milliliter, ist das okay? Das ist wahrscheinlich zu viel. Dann machen wir, ich gebe tröpfchenweise genau, dazu. Genau, also man muss halt so, dass der Teig so ein bisschen schwer reißend vom Löffel fällt. Ich glaube, das reicht schon so mit der Milch. Jetzt müssen wir den Teig nur noch in 2 Hälften teilen. Kein Problem. Wunderbar. Wie bist du denn überhaupt zum Backen gekommen? Ja, das hat sich eigentlich durch einen Zufall ergeben. Also ich habe früher schon immer mit meiner Mutter zusammen an Weihnachten natürlich Plätzchen gebacken. Aber ich habe dann irgendwann mal einer Arbeitskollegin einen Geburtstagskuchen gemacht und wollte mich da so richtig schön ins Zeug legen. Habe mir was Schwieriges ausgesucht. Und die Kollegin hat dann auch gemeint, ja, sie würde gerne mal mit mir backen, weil mit ihr will keiner backen. Und dann haben wir ein komplettes Backbuch durchgebacken, von vorne bis hinten. Und ihr habt das auch alles gegessen? Nein, das mussten unsere Kollegen essen, sonst würde ich jetzt nicht mehr so aussehen, glaube ich. Dann würde ich nicht durch die Tür passen. Ja, das Geheimnis ist ja auch immer, man kann alles backen, aber man sollte beim Backen immer dann teilen. Also ja, das Ergebnis. Für mich ist das auch das Schönste am Backen überhaupt, dass man eben am Ende das dann verschenken kann oder mit jemand anderem zusammen genießen. Und das Schöne ist ja auch, alle freuen sich immer über Kuchen. Ne? Ja, das und was selbstgebacken ist, es kommt immer gut an. Es kommt immer besser an. Weiß, was backen. Ja. Der Teig wird jetzt geteilt. Genau, also genau die Hälfte und die weiße Hälfte kommt schon mal in die Form. In meine Gugelhupfform sprühe ich Trennspray. Danach wird die Form noch etwas mit Mehl ausgestäubt, also Haftung ausgeschlossen. Der helle Rührteig darf dann schon rein. So, jetzt. Jetzt färben wir das Ganze pink. Wie? Was haben wir hier? Da haben wir so Speisefarbe hier und da nehmen wir ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein Spritzer. Ich will ja jetzt nicht schon wieder sagen, einen halben Teelöffel. Du darfst. Manchmal reicht aber auch reines Augenmaß. Mit einigen Spritzern roter Lebensmittelfarbe erhalten wir einen Teig in kitschigem Rosa. Was kommt noch rein? Jetzt kommt das Geheimrezept von meinem Opa, dass der Gugelhupf schön saftig wird. Und zwar Preiselbeeren. Und da tun wir einen Esslöffel rein und schlagen das nochmal schön, dass die richtig schön zermatscht werden. Dann sieht man sie anschließend auch nicht. Ja, mach mal rein. Genau. Mal so ein bisschen. Machen wir die noch mal mit der Küchenmaschine. So, das müsste. Wenn es reicht, wollen wir nicht besser alles rein. Komm, sei mutig. Die Preiselbeeren im rosafarbenen Teig sind wirklich ein Geheimtipp. Und dass er von Markus Opa kommt, beweist, Backen liegt in den Genen. Die zweifarbigen Teigkleckse vermischt Markus mit einer Gabel spiralförmig. Und dann kann er auch schon in den Ofen. Wie lange muss er in den Ofen? Bei 170 Grad eine Stunde. Okay. Markus gepimpter Gugelhupf ist eigentlich ein zweifarbiger Marmorkuchen. Und so einfach geht's. Butter cremig rühren, mit Zucker, Vanillezucker und Salz schaubig schlagen. Danach Eier, Backpulver und Mehl hinzufügen. Mit etwas Milch auflockern und dann kommt die erste Hälfte in die gefettete und mehlbestäubte Form. Den restlichen Teig rosa einfärben und einen Esslöffel Preiselbeeren unterrühren. Den Teig löffelweise einfüllen und mit einer Gabel Muster durchziehen. Eine Stunde später darf ich hoffentlich ein köstliches Meisterwerk aus dem Ofen holen. Der Gugel duftet und der Gugel sieht auch verdammt gut aus, muss ich sagen. Kann er denn schon raus? Der kann raus. Oh. Toll, ne? Und er ist wirklich bunt. Ja. Guck mal da, das Rosa. Das sieht doch richtig lecker aus, ne?
Wird der jetzt sofort gestürzt? Den müssen wir jetzt erstmal abkühlen lassen, okay. Und dann kommt die Glasur obendrauf. Mhm. Glasur habe ich hier schon mal vorbereitet, weil du hast gesagt, Zuckerguss kommt da drauf. Ich habe jetzt hier so einen normalen Zuckerguss gemacht. Den halbieren wir jetzt auch nochmal. Der wird halbiert. Hälfte, Hälfte. Für Markus' schrillen Gugelhupf bleibt eine Hälfte Zuckerguss weiß, die andere wird rot eingefärbt. Dann befreien wir den Kuchen aus der Form und verzieren nach Markus' klaren Vorstellungen. Dazu nehmen wir als erstes den roten Guss. Und wenn der leicht angetrocknet ist, darf ich mit dem Weiß drüber gehen. Ach, guck mal, wie schön das aussieht, ne? Ich finde, es ist fast so schade zum Anschneiden. Aber eigentlich würde ich mir den jetzt so ins Regal stellen. Aber hast du das dann auch, dass du denkst, oh, der ist so schön, ich muss es erst mal fotografieren? Ja, das mache ich meistens, weil ich meistens für den Blog natürlich backe. Und wenn du nicht für den Blog dann machst, fotografiere ich trotzdem. Ich finde, er sieht fantastisch aus. Aber leider möchte ich auch sehen, wie er drinnen aussieht. Ja. Wir müssen ihn anschneiden. Ja. Kommen wir drüber, wir setzen uns drüben. Auch wenn es Markus noch so schwer fällt, der Gugelhupf muss gleich dran glauben. Und das Tollste ist, er sieht nicht nur von außen gut aus, sondern auch von innen.